So, und von Barnefeld und Baxter müssen ran gegen The Wall. Martin Schindler an der Seite von Marcel Scorpion. So, Raymond von Barnefeld stellt sich gleich ans Oki, will diese drei Practice Darts werfen. Die Spieler haben die Möglichkeit, auch vor der Bühne, da hinten im Backstage-Bereich, sich immer natürlich auch bis kurz vor das Match vorzubereiten. Ich bin gespannt, ob Marcel Scorpion jetzt mal seine Nervosität ein bisschen ablegen kann. HP Baxter, dem gefällt das, sein allererstes Turnier seines Lebens. Und Martin Schindler kann hoffentlich sein Double Trouble hinter sich lassen. Hat der Chancen vergeben. Und das weiß er natürlich auch. Das will er besser machen. So schön leicht gesagt vom Kommentatorenplatz aus. Ich sage immer Augen auf bei der Berufswahl. So, er hat nicht gewusst, dass er aufs Bullseye ziehen soll. Oh, I should have lasted. Ich hätte den davor einfach im Board stecken lassen sollen. Das ist das Single Pull. Und damit ein guter Dart von Marcel Scorpion. Game on. So, und Marcel Scorpion, der Mann mit der hohen Abonnentenzahl auf seinem YouTube-Kanal, knapp 1,5 Millionen sind es, die ihm jetzt wahrscheinlich die Daumen drücken werden. Dass sie sich da noch von dem dritten Platz in auch 31. Ja, Brutus wäre passender gewesen vielleicht als Chicks Terminator. Er nagelt diese Darts da rein. Aber solange er sie da rausziehen kann, ist alles in Ordnung. 45 Punkte. Hab das Gefühl, als wenn das Selbstvertrauen ein bisschen angeknackst wäre bei Martin Schindler. Komm, mach dich locker. Sind doch nur zum Spaß hier. 100. Na, was heißt nur zum Spaß? Die 100 vom Mann aus Den Haag. Der Mann hat Darts in Holland groß gemacht. Und damit war er übrigens auch eine Figur, weshalb man in Deutschland gedacht hat, kommt das. Ich habe Angst. Ritterrüstung raus. Der Caller muss aufpassen. Kirk Pavins. HP Baxter ist on fire. Trifft nicht viel, aber er wirft fest. Er wirft hart. Ja, jetzt hat man in Deutschland gedacht, dann kommt das, das muss doch auch funktionieren. Diese Sportart mit diesem tollen Event. 2006 ging es damals los. Da hat man das erste Meet the Power Event gespielt. Da war auch ein Raymond von Barnefeld mit dabei. Und damals stellte man fest, ja, das funktioniert. Und seitdem wird Darts immer größer. Haben wir immer mehr Spieler, die auch wirklich versuchen, Profi zu werden. Auch das war eine Frage hier auf Twitter. Wie kann man das eigentlich werden? Wo kann ich mich melden? Die Homepage der PDC Europe ist eine gute Adresse. Über des Verbandes gibt es alle Informationen, um sich die Tourcard zu holen, um Qualifikationsturniere zu bestreiten. Das ist auch ein Weg, wie ihn Martin Schindler im letzten Jahr gegangen ist. 26 Punkte. Der steckt fest in einer Krise. Der 21 Jahre junge Kerl aus Strausberg, der so tolle Darts gespielt hat im vergangenen Jahr. Die 140 von Barney macht 60 Rest. Und wenn Baxter nicht irgendwie den Dart jetzt durch das Board durchhaut und vielleicht ein bisschen präziser da rangeht, dann könnte das durchaus etwas werden. 20. Na, 20. Das ist die 8, 52. 51. Martin Jurekwan, 90. Das war nix. Das muss von Barnefeld reparieren. 90 Rest. 20-20 für das Bullseye. Oder die Triple 20. Ja, Bullseye. Ja, und da ist er mittendrin. Schindler checkt. So, jetzt gibt es auch da die Aufmunterung von Marcel Scorpion. Man hat fast den Eindruck, hier haben sie irgendwie die Fronten gedreht. Scorpion muss warme Worte finden für den Profispieler. Cooles Finish von The Wall. 29 Punkte von HP Baxter. Das ist schon ein bisschen hyper, hyper, was er hier macht. 55. Punkte.
Ja, Schindler und Scorpion, wenn sie jetzt hier noch ein Leg holen. 100. Das sind 100 Punkte, 372 Rest. Jetzt muss Schindler ein, zwei Triple treffen. Ich meine nicht diese Grünen da rechts und links, sondern genau das. Das meine ich. 63. 83. Also das Gute bei Baxter ist ja, die Darts fallen nicht raus. Die stecken echt fest drin. Rums, 21. Nur noch Schrott. Er wirft nur noch Schrott. Ich glaube, Barney versucht jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht mit ganz so viel Kraft werfen muss. Er ist ja genau das Gegenteil. Der jazzt die Darts in das Board. Das ist so viel Touch, das ist so viel Gefühl. 100. Vom fünfmaligen Weltmeister. 251 Rest. Jetzt sind sie 81 Punkte weg vom Finish. 59. Ja, und hier auf Twitter freuen sich einige, dass sie das Niveau, das die Promis zeigen, natürlich auch hinbekommen hätten. 9 Score. Das habe ich nur gedacht, ich bekomme es gerade noch gesagt. Das Problem ist, wir sind halt keine Promis. Das ist gemein. Das ist nicht von mir. Hatte ich schon erwähnt, dass wir mit unserem Hashtag PromiDartsWM den Deutschland-Trend rocken und reiten. 102 Rest. Was macht Schindler? Ja, das sind 120. Komm, eine noch. Ja, länger. Wird Zeit kein Maximum mehr gesehen. 96 Punkte, 102. Das sind 11. What? Wenn du schon in die Augen von ihm schaust, die Mundbewegung. Er will es dem Board so richtig besorgen. 96, 91. Triple 17 hätte er gebrauchen können. 73 sind es Rest für Van Barneveld. Möglichkeit, um in den Legs auszugleichen. Das ist die 19, 54. Die 14 für die Doppel 20. Nee. 53. Möglichkeit für Martin Schindler, den Deckel drauf zu packen. Dann hätten wir die erste Partie, die in zwei Legs entschieden würde. Single Bullwiller hat er, Doppel 20. Matchstart ist drin. Der Matchstart ist drin. Martin Schindler und Marcel Scorpion setzen sich hier durch mit 2:0 in den Legs. Auch nicht schlecht für die Legbilanz. Also das erste Ausrufezeichen, was wir da von Schindy und Scorpion sehen.